Gut, dann läuft jetzt auch offiziell die Aufnahme. Wunderbar, Pokémon, Hype, 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 ja. So, und damit, Hallöchen YouTube. Willkommen zur Pokémon Sonne und Mond Demo. Ich habe keine Ahnung, ob das nachher funktionieren wird. Ich streame und nehme jetzt auf und das gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob das, wie sich das beeinflusst gegenseitig, wir werden es sehen. Ich habe nur das Problem, wenn ich manchmal streame und dann irgendwo Frame-Brüche habe, dann wird alles asynchron. Deswegen möchte ich es lieber direkt mitnehmen, hier aufnehmen. Anscheinend packt er das gerade auch ganz gut. Hoffe ich mal, bleibt auch so. Und ihr seht alles flüssig, wunderbar. Und dann würde ich sagen, packen wir mal unser kleines, süßes Geschenkchen aus. Wenn irgendwas mit Honig passen sollte oder so, dann sagt es einfach. Schreit einfach rein und sagt, ey, hier stimmt was mit dem Ton nicht. Und dann werde ich mich drum kümmern. Okay? Okay. So. Gut, dann tappe ich mal da ein. Dann würde ich sagen, packen wir unser Geschenkchen aus. Ja, ja. Da haben wir erstmal eine sehr interessante Version des Item bekommen. Sounds. Ding. Ich bin gespannt. Die Pokémon Sonne und Mond Spezialdemo-Version. Schauen wir sie uns doch mal genauer an. Ganz nebenbei, der Rahmen ist self-made. Das sieht man eventuell auch ein bisschen. Aber okay. Los geht's! Spielstart wird vorbereitet. In welcher Sprache möchtest du spielen? Ich möchte auf Deutsch spielen. Der Icon sieht so schön aus. Ja, das sieht echt cool aus, aber ich finde es interessant, dass sie den Item-Sound remixed haben, aber okay. Sprache auswählen ist endgültig und kann nicht mehr geändert werden. Wenn du nie sicher bist, welche Sprache du sprichst, lass dir bitte helfen. Spannung pur, oh ja. Ich habe es noch nicht gespielt. Wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen bisher. Ich hoffe, es passt alles jetzt so von Aufteilung und ich habe alles gut eingestellt, aber ich denke, es sollte alles passen. Wir nehmen Deutsch. Manche Leute bekommt das Layout vielleicht, kommt das Layout vielleicht bekannt vor aus dem Majora's Mask Stream. Es ist einfach das gleiche übernommen, nur ein bisschen angepasst. Ja, ich möchte das Spiel starten. Haipu, ganz nebenbei. Nacht und Tag. Die Lampe präsentiert das wunderbar. Lieber Sun, wenn du diesen Brief liest, solltest du bereits in der Alola-Region angekommen sein. Ist mit dem Umzug alles glatt gelaufen? Wie geht es dem Quajutsu, das ich dir geschenkt habe? Es liebt heißes Wetter. Und in Alola geht es heiß her. Das schreit nach heißen Kämpfen. Hör auf heiß zu benutzen. Nur weil der Sun heißt. Mensch. Der Brief wurde nicht unterschrieben. Auch auf dem Umschlag ist kein Name zu finden. Sun liebt Pokéball! Was auch sonst. Sun, es wird Zeit, zum Rathaus zu gehen. Wir müssen uns dort noch anmelden. Darf ich jetzt schon steuern? Habe ich jetzt schon... Mich sieht voll an Super Mario Sunshine, aber okay. Ich weiß auch nicht warum. How Holy City, Einkaufsviertel. Oh yeah! Sun, wusstest du, dass Alola nicht nur der Name dieser Region ist, sondern auch ein Gruß? Aha, ja. Alola, wir sind hier, um uns anzumelden. Entschuldigung, ich kann es nicht erzählen. Diese Bewegung dabei. Das finde ich echt cool. Alola, Sie müssen unsere neuen Mitbürger aus der Kanto-Region sein. Kann also gut sein, dass es die Kanto-Region geben wird später im Laufe des Spiels, wenn man das schon so hört, dass man zurück nach Kanto kommen kann. Klingt fast so, ne? Der Papierkram dauert leider ein bisschen. Ich hoffe, Sie haben etwas Geduld mitgebracht. Das ist ein alterer Mann, das hätte ich vielleicht beachten sollen. Keine Sorge, das haben wir. Vielen Dank schon mal für Ihre Mühen. Gut, Ding will Weile haben. Jetzt heißt es wohl warten. Okay, hey, wir können laufen. Ich möchte kurz nochmal anmerken, die Laufanimation sieht unglaublich dämlich aus. Wie war das nochmal, wenn man sich oft genug im Kreis dreht? Hey! Sehr schön. Wir machen eine Pirouette. Luke hat mich darauf hingewiesen. Das ist toll. Was passiert, wenn man das von... Oh yeah! Was hat Luke dazu noch gesagt?
Man kann nicht beim Steuerkreuz laufen, das war auch anders. Also die Laufanimation sieht schon mal sehr interessant aus. Okay, wir brauchen wieder keinen Turbo-Treter, was ich da gerade mache. Keine Ahnung, du hast mir Sachen geschrieben und versuche sie auszuprobieren. So. Schauen wir mal, wie viele Leute jetzt gerade da sind. Immer noch schön 8. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Was können wir denn? Wir haben Beutel und Pokémon. Schau erstmal den Beutel an. Können du zu Level 36 haben wir auf jeden Fall. Und haben im Prinzip keine... Oh, die Mehrzwecktasche wurde wieder eingeführt. Oh mein Gott, wie cool. Ja. Medizin, Mehrzweck, Basis-Items, Beeren, TM, Items. Ja, habe ich gerade gemacht. Ganz nebenbei. Hallo, Max. Warte, habe ich... Der Schnitzel, ja, passt schon alles, ne? Der Schnitzel und Dark Schnitzel, das ist schwierig. Ja, habe ich schon gemacht. Hui. Die andere Richtung geht's besser, Moment. Hui. Haha, Pirouette. Das ist wunderbar. Ich liebe es jetzt schon. So. Pokémon. Schauen wir unser Quadruz mal an. Ein Quadruzu. Oh yeah. Es hat Doppelteam, Nachtteam, Wasserschuriken, Aero. Es ist ein Doppelteam. Moment, ich habe, glaube ich, Doppelteam doppelt genannt. Freundschafts... Ja, ich wollte auf das X drücken. Freundschaftsakt. Besiegt es ein Ziel, vertieft dies die Freundschaft zu seinem Trainer, wodurch es die Ash-Form annimmt und sein Wasserschuriken stärker wird. OT Ash. Was könnte uns das nur sein? Hi, ganz nebenbei, Max. Na? So, was habe ich jetzt gelesen? Wasserschuriken ist jetzt speziell. Die Anwender schleudert dem Ziel Wurfstände aus einem verdickten Sekret entgegen. Lecker. Die Attacke trifft 2 bis 5 Mal hohe Erschlagquote. Ja, Prio, spezielle Prio, ist aber wieder ganz interessant. Hier sind Bänder. Herkunft Carlos-Region. Offenbar Schicksalsbegegnung. Okay. Das benutzt es übrigens bei allen gleich. Also bei allen auch robust, wenn ich es richtig gesehen habe. So, gut, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen warten. Wir haben einen Fernseher und Zeitschriften, mit denen wir nicht reden können. Was ist hier? Toilette. Ich glaube, da können wir auch nichts machen. Ein Machomai! Hallo. Mai Mai! Hi. Ja. Okay, es sieht schon mal alles ziemlich cool aus. Willkommen in der Alola. Ich hoffe, du wirst hier viele schöne und überraschende Entdeckungen machen. Ja, werde ich schon machen. Das kann ich. Es sind noch irgendwas zum Anquatschen. Ich will mit allen reden. Ich will alles entdecken. In Alola herrscht eine Hitze, dass man Lust bekommt, sich mit Wassertacken abzukühlen. Ja, los. Quadruzu, Wasserschuriken, jetzt, los. Aber es ist doch eigentlich gar kein Wasserschuriken, wenn es ein verdicktes Sekret ist. Aber okay, was soll's. Moment. Ja, das habe ich gesehen. Wasserschuriken ist speziell. Hat die Danken Mai Mais. Die Danken Mai Mais. Gut, wir weil haben, jetzt ist es wohl warten. So was zu sagen? Wir halten die Straßen in Schuss, um einen sicheren Pokémobilverkehr zu gewährleisten. Okay, das heißt, ich darf nach draußen gehen, denke ich mal. Hey, du! Dich kenne ich aus den Trailern. Cool. Hallo, Saskia. Wer ist für Sonne und wer für Mond? Ich bin für den Mond. Keine Ahnung. Weil Mond. Ich bin ein Nachtkind. Hey, du. Bist du San? Ja, und wer bist du? Greens. Tali, okay. Also super, ich bin Tali. Zum Glück bin ich dem Rat von meinem Opi gefolgt, um im Rathaus vorbeizuschauen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um dich kennenzulernen. Okay. Hallo Tali, das war doch dein Name, oder? Ich hoffe, du und San werdet gute Freunde. Ja, ich bin Tali und du bist sicher Sans Mutter. Freut mich, dich kennenzulernen. Dieses Alola, das bringt mich immer noch durcheinander. Team Moon. Ja, eindeutig Team Moon. Ebenso, Alola. Ist das dann so hipster, wenn man es nur mit einem Arm macht, die Bewegung? Ich habe da eine Idee. Bevor ihr euch hier total langweilt, könnt ihr doch zusammen die Stadt erkunden. Team Sonne, weil ich den Digi mag. Ja, gut, das ist auch ein guter Grund, ne? Also, es sieht ein bisschen mehr badass aus, aber ich finde halt Lunala trotzdem cool und ich finde... Was soll ich jetzt sagen? Und ich finde, Nacht halt einfach cooler als Tag. Er ist Tali-San. Kappa. Oh ja, das klingt toll. Komm mit, San. Ich führe dich gerne ein bisschen rum. Alles klar. Ich bin einfach mal gespannt. Oh, das Frontalansicht. Viel Spaß, ihr zwei. Greens, sie ist Printerin. Hör dir das Battle-Theme an. Das mache ich, wenn ich kann. Alola. So begrüße ich dich jetzt morgen auch, Max. Alola. So. Die Mutter hat sich da schon hingesetzt. Der Touchscreen ist gerade eben bei wunderschön gestreift. Als ob der Bildschirm kaputt wäre. Jo, du bist nicht von hier, was? Mir bist du... Achso, das sind da hinten. Jo, du bist nicht von hier, was? Mir bist du jedenfalls noch nicht über den Weg gelaufen. Die Bewegung, ey.
Wenn du von woanders herkommst, hast du vielleicht auch ein paar seltene Pokémon dabei. Oh nein, die sind von Team Skull. Die Musik ist erstmal echt cool. Also das Encounter-Theme von Team Skull finde ich jetzt schon cool. Ob man sich mit Alola auch verabschiedet? Gute Frage. Das hier ist ein ganz übler Haufen, der den Leuten ihre Pokémon stiehlt. Übler Haufen, ey, komm mal runter, Kleiner. Wir sind bloß eine Gang, eine coole Gang, die sich mächtig für die Pokémon anderer Leute interessiert. Mein Bro will sagen, seid keine Dickschädel und lasst eure Pokémon rüberwachsen, kapiert? Im Leben überlassen wir euch unsere Pokémon. Sie sind doch unsere Freunde. Echt jetzt? Na dann, wer nicht hören will, muss fühlen. Diese Bewegung, ey, das ist irgendwie hypnotisierend. Stan, du hast doch ein Pokémon dabei, ja? Dann lass uns die Sache mit einem Pokémon-Kampf regeln. Oh yeah, jetzt bin ich gespannt. Luke schwärmt die ganze Zeit schon davon. Team Skullgrübel fordert dich heraus. Team Skull die Moves. Oh yeah. Wie die Trainer im Hintergrund stehen. Das ist cool. Okay, erstmal, das sieht alles ziemlich cool aus. Würde ich schon mal kurz anmerken. Hier kann man, genau, da kann man die ganzen Werte sehen, wenn man hier drauf klickt. Da sieht man noch, was die Fähigkeit bedeutet. Sieht man jetzt eigentlich aus Interesse? Was sieht man alles? Bericht. Okay, man sieht nicht das Wesen. Schon mal, das ist gut zu wissen. Regenerieren, wir haben auch keine kleinen Tränke oder sowas. Das heißt, wir müssen das Mangunior gleich so platt machen. Team Skull, die Moves. Das hat ein bisschen was von dem Team Rocket Theme aus Kanto, oder? Täusche ich mich jetzt gerade? Vielleicht habe ich auch das falsche Spiel im Kopf, aber ich meine, das hat ein bisschen was von dem Kanto-Theme von Team Rocket. So, kann man die auch sortieren hier, Tacken? Nein, kann man nicht. Oder kann man sie mit Select sortieren? Nein. Schade, das kann man immer noch nicht. Das war früher ganz cool, dass man sie im Kampf sortieren konnte. Gut, dann hau ich mal den Wasserschuriken raus, den Sicken. Kannst du das Wasserschuriken? Nein, oh yeah! Zack! Ja, ich finde die Anzeige auch ganz cool, dass die da so, keine Ahnung, dass die da hinten größer wird. Das hat was. Team Sky gleich Team Rocket aus den Pokémon-Generationen. Stimmt. Nangunia wurde besiegt. Sehr gut. Team Sky wurde besiegt. Hä? Ist schon wieder vorbei, oder was? Der Beleg. Wie geil. Ja, das Thema ist echt cool. No way, mir will einfach nicht in den Schädel, warum dieses Spike so krass ist. In den Skull. Ha. Der Blick, ey. Wenn Bro und ich euch zu zweit nicht packen, sollten wir lieber einen Abgang machen. Aber zieht euch warm an, wir werden unsere Sis nämlich alles über euch erzählen. Das sind die richtig harten Gangster, oh yeah. Sagte ich hier mit meinem Tee. Solange die Pokémon an unserer Seite sind, müssten wir von niemandem Angst haben. Der Pokémon ist Quartuso, stimmt's? Das ist ja cool, so cool. Ich zeige dir jetzt das Pokémon Center, folge mir einfach. Die Leute, die es nicht mit Team Aqua geschafft, haben. Aber Team Skull ist cool. Muss ich echt sagen, gefällt mir eigentlich ganz cool, ganz gut, nur dass sie irgendwie ein bisschen seltsam sind mit ihrer Handfuchtelei, aber was soll's. Ich komm nicht auf gerade, wie wir reden. Ja, niemand kommt darauf klar. Meine Pokémon brauchen nämlich eine kleine Verschnaufpause. Ich habe einmal Wasserschuhe eingesetzt und das Ding war weg. Einfach weggeschmissen war das. Ja, er zeigt uns das Pokémon Center. Er rennt einfach weg. Gute Idee. Hi. Hallo, da, willkommen in Holy City. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich den Namen raus habe. Ich habe mir hier unten einen Ruf gehört, glaube ich. Das heißt doch, dass du so Pokémon Center gehen. Ja, ist ja gut. Danke, Spiel. Hi. Krosse Hülle, weicher Kern. Malassadas haben alle gern. Okay. Guck mal, wo es hier lang geht. Das ist ein Maromai. Maro! Okay, ja, ist ja gut. Ist ja gut, schreib mich nicht so an. Komm, jetzt auf einmal, wie sie sich bewegen. Die Handbewegung ist super. Handelt mit Pokémon, findest du den Heimweg schon? Findest du das einigermaßen einprägsam? Jo, kann man mit leben. Irgendwie, ich hätte gerne eine Karte oder sowas. Aoli Hafen. Die Kombination macht's. Ist so. Die Leute-Region liegt sehr weit entfernt von allen anderen Regionen. Ach, wie die sich bewegen, die Leute vom Team Skull natürlich. Ja. Gut, danke für die Information.
Okay, erstmal habe ich so das Gefühl, diese Stadt hier ist riesig. Ist auch nicht. Stratos City ist nichts dagegen. Da ist eine Röhre, da ist noch eine Röhre, da ist noch eine Röhre. Wobei, das sind einfach nur Vertaupunkte. Hi! Für mich beginnt der Tag, wenn ich die Spiegelung der Sonne im Meer sehe. Der Sonne! Genau wie der Mond. Der Mond, der sich im Meer spiegelt, das wird Ende des Tages einläutet. Mhm. Ja, von mich voll übersehen. Siehst du mal, du spielst das hier nicht richtig. Holy Einkaufsviertel, once again. Was ist denn hier? Man muss jetzt A drücken, um mein Haus zu betreten. Vielleicht sind sie bloß ziemlich skurril. Ja, das kann auch sein. Die Granbull-Puppe! Das ist eine Puppe von Granbull, dem beliebten Pokémon mit der finsteren Miene. Ja, okay. Bist du auf der Suche nach einem kompetenten Polizisten oder nach einem Pokémon, das die Polizei nach Kämpfen unterstützt? Nein. Guck mich nur um. Ich klaue einen Kaffee. Und eure Karten. Und eure Bücher. Und euer Klefki. So. Ich bin wieder weg. Oh, da gibt's noch Wasser. Egal. Zwei NPCs, die wichtig für die Demo sind. Sehr wichtig. Wenn es nicht gerade Level Bloodborne ist und du musst fünfmal mit denen reden. Also nach der Hauptstory. Stratos City ist nicht zu Illumina City. Auch wieder wahr. Aber das hier ist, ist hier noch irgendwas oder sieht das nur so aus? Sieht nur so aus, glaube ich. Das fand ich aber auch schon groß jetzt so spontan. Hallo Heizung, dass du dich auch meldest. Schön. Such dir ein Logo was aus, Fleckmon. Fleck? Ja gut. Nein, ich will mit dem Verkäufer reden. Stratos, größer Illumina. Imo. Ah, ich mag Stratos nicht so sehr. Ne? Nicht so gern. Ich mag beide nicht so gern, sagen wir mal so. Wir bereiten unsere köstlichen Malasadas mit sehr viel Liebe zu. Was ein Name, ein Zungenbrecher für sich. Hi, Corazon. Hi. Cora, Cora. Hi. Gibt es etwas Schmackhafteres als Malasadas? Ich werde daran verzweifeln irgendwann. Doch auch für den Ich habe gerade Verkehr gelesen, okay. Dieser Köstlichkeiten gilt, dass man sie in Maßen genießen muss, leider. Du kannst sie schon essen, wie du willst, aber ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ich meine nur. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch in der Cam. Ganz nebenbei. Aber okay. So. Das hier ist dann Rathaus von Haoli. Für deine Stadt versetzen wir Berge. Aha. Hey, das ist ein Mensch. Hi. Er hat mich nicht mit Alola begrüßt. Außenseite, Außenseite. Oh, okay. Corazon. Cora! Ist mein Corazon nicht einfach zuckersüß? Das kann seine Korallen einmal abfeuern. Das ist, finde ich, nicht süß. Das finde ich eher creepy. Da will ich durch, aber okay. Da habe ich nicht. Namen des Pokémon finde ich süß. Nee, ist ein Pokémon. Du meinst das Corazon oder was meinst du jetzt genau? Hm? Ah, da ist er. Hey, Son, das Pokémon hat das hier drüben. Es ist nicht zu übersehen. Sag halt einfach, das Haus mit dem roten Dach gut ist. Was ist hier? Da ist doch ein Mann. Hi. Sprich einfach den älteren Herrn dort hinten an, wenn du zum Tenkarat-Hügel willst. Okay. Gut siehst du aus. Ja. Das haben wir. Dankeschön. Ist Malasadas ein Pokémon? Ich glaube nicht. Was ist das schon? Pokémon Center? Ja. Ich gehe ja schon spielen. Lass mich. Ich will doch nur erkunden. Das ist wichtig. Geht's hier hinten noch lang? Eine lange, lange Straße. Das ist mal das zweite Spiel von Pokémon, wo es auch wirklich Autos gibt. Hui, ist das hier groß. Erstmal alle NPCs nerven. Ja, so gehört sich das. Fleckmon blockieren die Straße. So viele Fleckmon auf einem Haufen, wie niedlich. Ja, ich mag Fleckmon. Fleckmon sind süß. Und derpig. Und süß. In Alola ist es Brauch, dass Kinder auf Inselwanderschaft gehen, sobald sie 11 sind. Klar, ich schwimme auch immer von Insel zu Insel. Wo bin ich jetzt eigentlich? Was ist das hier für ein Ort? Souvenirshop? Diese Vitrine erhält typische Produkte aus der Alola-Region. Okay. Ach ja, dann essen sie keine Pokémon. Ich dachte schon. weil das wie Corazon heißt. Das heißt Herz. Oh, das kann sein, dass es daher kommt. Mal lass er das denn wirklich was zu essen. Max ist Ash confirmed. Sehr gut. Mit. Bei diesen wahnsinnigen Außentemperaturen muss man sich ab und zu darin eine Pause gönnen, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Okay. Alola besteht aus 4 Inseln, die alle jeweils ihren ganz eigenen Reiz besitzen. Hi. Auf jeder der 4 Inseln soll es ein starkes Pokémon geben, das als Schutzpatron bezeichnet wird. Das ist ein Fernseher.
der Wand angebracht. Fernsehlauf, der Werbespot für die Alola-Region. Alola, Alola! Ah, Alola! Okay. Ich find's cool, dass er so eine. Schutz feiert. dass er so eine Ausbewegung macht, wenn man umdreht. Was ja auch logisch ist. Sehr, sehr realistisch. Hi. Kahili ist das begnadetste Golftalent, das Alola je hervorgebracht hat und zudem auch noch ein Profi im Pokémon-Kampf. Zurzeit streift sie die Welt auf der Suche nach neuen Abenteuern, doch ich hoffe, dass sie irgendwann wieder hierher zurückkehrt. Okay. Danke für die Information, random Person. Was hast du mir zu sagen? Das Pokémon hast du dabei, die hast du doch ein Quajutsu, habe ich recht. Das ist für uns hier in Alola ein ziemlich seltener Anblick, das musst du wissen. Okay. Warst du schon im Gebäude am Hafen? Noch nicht, glaube ich. Was ist das hier? Ich bereite es Freude, mein geliebtes Pokémon mit der Bürste zu fliegen. Ich habe gerade Brüste gelesen, aber okay, ja. Deswegen war ich kurz irritiert. Da kann ich nicht rein. Okay, alles klar. Dann gehe ich doch mal kurz zurück zum Hafen. Dadurch, dass hier Leute langlaufen, auch wirklich, wird das Ganze belebter. Auch wenn sie dann nur Hi sagen, auch anstatt Alola. Aber okay. Sind wahrscheinlich auch gerade erst hergezogen. Man mag es ihnen verzeihen. Oder sind einfach Außenseiter. Kellerkinder. Ich dachte, man konnte das Gebäude am Hafen nicht rein. Oder vielleicht habe ich mich einfach verschaut. Moment. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. So, hier kann man rein? Tatsache. Das ist irgendwie... Die Musik ist cool. Mahaha. Er ist der nächste Superschurke. Die Fähre ist das perfekte Transportmittel für alle, die nicht fliegen und schwimmen können. Ah, hier kann man dann zur anderen Insel schwimmen. Dort hinten entsteht gerade die Zusammenarbeit mit dem Pokémon einer Fähre. Du freust dich sicher schon auf ihre Fertigstellung, was? Okay. Wenn man hier in der Gegend kommt, trifft man dort oft auch auf neue Pokémon. Was? Wenn man in eine andere Gegend kommt. So, nicht hier aus der Gegend kommt. Ich wusste doch, dass es keinen Sinn gab. Hier ist ein Markt. Alola ist das Ziel vieler Touristen aus unterschiedlichen Regionen. Danke. Aber cool. Stammt von Alola und wird tatsächlich so in Hawaii verwendet. Ich weiß, ja. Das weiß ich tatsächlich, dass es natürlich auf Hawaii basiert und Alola auf Hawaii ein Gruß ist, eingängiger. Habe ich auch nichts gegen. Das City sind auch viele Leute auf der Straße laufen. Ja, aber im Prinzip Leute, die quasi nicht da sind. Ich würde sagen, das zählt nicht. Ganz nebenbei, wenn ich komische Geräusche mache. Nein, ich erinnere mich nicht zurück zum Getränkeautomaten. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wenn ich komische Geräusche mache, ich bin erkältet. Ich entschuldige mich dafür. Manchmal muss ich mich etwas räuspern. Wenn du die Angestellte deinem Hauptschalter ansprichst, heilt sie dein Team. Ja, also mein eines Pokémon. Du kannst aber auch mit Tränken heilen, wenn dir das lieber ist. Hier, Sun, diesen Supertrank kannst du haben. Quasi ein Willkommensgeschenk von mir. Gleich ein Supertrank, ey. Jetzt bin ich rich. Was könnte ich dir wohl als nächstes zeigen? Greens, Greens, Greens. Boah, die Musik. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja. Schauen wir uns die Heimanimation mal an. Okay, nehme ich dein Pokémon für einen ganzen Moment in meine Obhut. Übertriebener großer Bildschirm. Das ist cool. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon ist wieder topfit. Bitte bär uns bald wieder. Okay, mache ich. Pokémon Center kann man jeder kostenlos seine Pokémon heilen lassen. Ja, okay. Cool. Nächsten Warenlieferung bleibt der Pokémon Supermarkt geschlossen. Okay, wie viele Tränke haben wir jetzt eigentlich bekommen? Wobei, das ist ja ein Fahrradautomat und kein Getränkeautomat. Ja, sicher. Oh, wir haben tatsächlich genau einen Supertrank bekommen. Mensch, ist Tali großzügig. Pokémon hat, kommt herum in der Welt. Wer starke Pokémon hat, kommt hoch hinaus. Okay. Wie du einfach den kleinen Jungen ausbeuten willst. Was soll ich dir als nächstes zeigen? Musst du wissen, du kommst hier. Halt, da war doch jemand! Nein! Ich wollte doch mit dem Mann reden. Hi, das ist doch der Professor. Hey Tali, was hast du denn da? Was hast du denn da am Schlepptau? Oh, hallo Professor Kukui. 10.000 neue Stimmen. Darf ich vorstellen? Das ist Zahn, unser neuer Nachbar aus der Kanto-Region. Er ist über den Ozean nach Alola gekommen. Wow, was du nicht sagst. Sexy Professor. Schön, dich kennenzulernen, Son. Boah, das Thema. Geil. Oh, sind wir gerade 60 Kapitel? Echt? Krass, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Schön, dich kennenzulernen, Son. Mein Name ist Kukui. Professor Kukuis Forschungsgebiet sind Pokémon-Attacken. Genau.
Ich führe lauter spannende Experimente durch. Ich lasse mich zum Beispiel selbst von Attacken treffen, um ihre Stärke zu messen. Das ist sicherlich total ungefährlich. Moment mal, ich habe da eine Idee. Professor, du musst unbedingt Sand trainieren, damit er ganz schnell stark wird. Professor, du. Ah, okay. Wie kommst du denn plötzlich auf die Idee, Tali? Wir hatten vorhin Ärger mit Team Skull, das war ganz schön gefährlich. Ich habe sie getötet, aber okay. Ich meine ja nur. Verstehe. Ihr wollt also auf alles vorbereitet sein, falls Team Skull mal wieder Ärger macht? Na gut, ich hätte da einen Vorschlag. Wieso versucht ihr euch nicht an einer Prüfung? Das ist eine gute Methode, stärker zu werden. Was haltet ihr von der Idee? Was für eine Prüfung? Sein alter Bauch in Alula, Prüfungen zu absolvieren. Wir stellen eine Art Training für Trainer dar und sollen dazu dienen, die Verbindung von Jungen und Mädchen deines Alters zu ihren Pokémon zu stärken. Da war das. Gut, ich bereite dich jetzt einmal gründlich vor. Wenn du fertig bist, dann komm bitte zur Prüfungsstätte am Tenkarat-Hügel. Tenkarat. Ja, Donnerwelle wurde hart genervt. 90% Trefferchance und 50% nur noch Initiative, nicht mehr 25%. Also, mehr Initiative. Genervt halt, ne? 95% Genauigkeit. Ich korrigiere. Ältere Erde, nicht 90, ich habe heute ab 90 gelesen. Der ältere Erde da hinten wird dir den Weg zum Tenkarat-Hügel zeigen. Wink, wink, wink. Du denkst, ihr schafft das schon. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Viel Glück, Sam. Wenn du fertig bist, führe ich dich weiter rum. Okay. Und was ist mit Wodka? Ich will weiter Wodka geführt werden. Bitte. Ich wollte noch mit dem Mann reden da hinten. Das ist mir jetzt wichtig. Das Pokémon Center Theme ist super. Ich bin die Vertretung des alten Mannes, der normalerweise den Kaffeebereich betreibt. Er ist gerade auf der Suche nach den perfekten Zuständen für seine Erfrischungsgetränke. In ungefähr einem Monat sollte er wieder zurück sein. Okay. Aha. Also, in einem Monat, wenn es dann zum richtigen Spiel kommt. Genau. Ich meine, das war 90% Genauigkeit. Und ich wollte noch mal gucken. Ich wollte noch mal mit dem Getränkautomat reden. Nur um sicher zu gehen, dass Luke auch, einfach so, ne? Nur so zur Sicherheit. Aoli Hafen. Jetzt zu dem blöden Getränkautomaten. Der triggert mich nämlich sonst. Sein Getränkautomat. Yo, eine Million Pokémon. Kann das sein? Okay, das ist cool. Aber echt? Der hält jetzt 60? Ja, cool. Das ist cool. Das ist der Fahrradautomat, ja. Jetzt verstehe ich den Gag auch. Pfefferminztee, so gut. Ich muss sagen, bisher ist mir Pokémon Sonne und Mond. Das war ein Fahrrad, konnte man sich doch noch nie leisten. Das war ein Fahrradgetränk quasi. Mir ist ja sehr sympathisch, die Demo. Keine Ahnung, es wirkt so friedlich und es macht auf jeden Fall jetzt schon Lust auf das fertige Spiel dann. Ich habe auch schon einiges gelesen. Ich habe gehört, dass die Demo so gut sind. Ich habe gehört, die Demo soll schlecht sein. Jetzt bin ich gespannt. Oh, da ist Dali. Hi. Viel Glück, San. Wenn du fertig bist, führe ich dich weiter rum. Okay, ja. Wie gesagt, ich möchte weiter Wodka geführt werden. Darf ich jetzt da hoch? Zum Tankerartikel? Ja. Dann bringe ich dich gleich mal dorthin. Achso, möchtest du zurück? Nein, möchte ich nicht. Gerade nicht. Passt alles. Ich sag dir auch Bescheid, wenn ich zurückgehen möchte. Erstmal sieht das hier saucool aus, möchte ich kurz anmerken. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber du hast ja Quajutsu an deiner Seite, du kannst also gegen wilde Pokémon kämpfen. Willst du ihnen aber lieber aus dem Weg gehen, dann meide möglichst das hohe Gras. Ich warte dann im Inneren des Tenkerad-Hügels auf dich. Das sieht so cool aus. Die Demo nach der Stadt langweilig fand. Okay. Oh, ein Pepback. Du fandest die Demo langweilig. Ab einem bestimmten Punkt. Okay. Wir haben noch keine Pokébälle oder so, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt welche bekommt. Hör was mal. Ich mag das Menüdesign jetzt schon ganz gerne. So, einmal Nachthieb. Hut ruf. Ich find's auch interessant, dass die Anzeigen jetzt wieder. Die Animation sieht so cool aus. Senkrecht angeordnet sind und nicht mehr auf Vierer, also quasi 1, 2, 3, 4. Oh, interessant. Ich hatte über Nacht, also 13 Uhr Real-Life-Zeit. Das kann sein, aber ich weiß nicht, vielleicht wechselt sich das ab. Ich habe die Demo aber noch nicht zu Ende gespielt. Ich hoffe, sie ist nicht so ewig lang. Ich hätte nicht vor, den ganzen Abend durchzustreamen. Ich wollte nur kurz was umsortieren. Ich wollte bis 9, halb 10 vielleicht streamen, wenn möglich. Ich hoffe, dass bis dahin kriege ich das Ding durch. Ein bisschen kurz nach Steps sortieren, beziehungsweise. Kann ich das auch wieder? Ja, das macht es einfacher. So.
Wunderbar. Aber schön, dass es schon mal so eine gute Coverage hat. Das macht dann auch gleich viel mehr Spaß. Hi. Na? Professor Kugel ist Prüfungsstätte erwarten, dich Pokémon vom Typ Drache. Okay, aber eigentlich erwarten sie dich gar nicht. Du musst nämlich erst nach ihnen suchen, da sie sich dort versteckt halten. Okay. Drachen-Pokémon. Wenn du ein Quajutsu hast, das ist sicherlich gut. Da sind Steine im Weg, sie sind ziemlich robust, das wäre keine Pokémon, die in der Zeit trümmern. Stimmt, die haben sie ja die VMs im Prinzip so ein bisschen abgeschafft. Und zwar mal ein bisschen um. Sehen, wie die Entwickler wollen, dass man relativ auf die Demo startet. Okay. Interessant, ich lasse das jetzt einfach mal auf mich wirken. Hi, na? Wenn sich Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Ja, das ist cool mit dem Pokéball. Das ist echt cool. Achso, ich darf wieder gehen. Ich dachte, sie hat noch was zu sagen. Aber es sieht alles schon echt cool aus. Ich genieße es gerade wirklich, das hier zu spielen. Ist einfach wirklich, wirklich, wirklich schön. Ah, jetzt gibt es hier genau dieses Feature auch, genau. Das ist so cool. Diese schwarzen Balken dann und dann... Hi! Hi! Na, wie geht's? Hey, du hast doch ein Pokémon dabei, oder? Dann lass uns kämpfen! Das Trainer-Theme ist auch ganz cool. Oh yeah! Knips Mitch feuert dich heraus. Alles klar. Läuft bei ihm. Wuffels! Oh, Wuffels ist süß. Los, Quajutsu! Ich hätte es cooler gefunden, wenn man einen Pokémon aus der Alola-Region bekommen hätte, aber okay. Ich finde es lustig, wie das Geräusch, das kommt, wenn die Dinger spawnen, aber okay. Wasserschuriken! Hauen wir die Prio raus. Boink. Wie die Anzeige oben wackelt. Boom! Ich finde das voll cute. Die Animationen gefallen mir bisher sehr gut. Knips mit besiegt. Ich habe zwar Spaß gemacht, aber das hat total verloren. Was? Achso, ich hab's zwar verloren, aber genau. Ich habe kurz einen Hänger gehabt. Tut mir leid. Gut. Wir könnten jetzt noch ein bisschen wilde Pokémon suchen zur Prüfungsstätte. Aber ich denke. Wir können mal schauen, was es hier theoretisch noch gäbe. Das Interesse. Oh yeah. Ein Mangunior. Ein wildes Mangunior. Ich korrigiere. Hui, ein paar neue Leute. Also allgemein einige Leute da jetzt. Freut mich, dass so viele hergefunden haben. Effektiv, effektiv, effektiv. Finde es auch schön, dass die Effektivitäten angezeigt werden. Gerade für Neuansteiger doch sicher was sehr hilfreich sein kann. Nachttyp! Batch! Donald Trump-Verschnitt hier. Aber gut, bin gespannt, was in der Demo noch kommen wird. Also, ich denke, ich werde sie großteilig bis zum Ende der Hauptstory spielen und dann mal weiter gucken. In meiner Squad, ich weiß noch nicht, ob in der Wehrigel-Form oder die Hunde-Form. Und so für den Playthrough. Ich würde es. Bisher kommt dann doch an, welches Spiel du spielst, ne? Aber gut, du kannst natürlich dann auch mit jemand anderem dann irgendwie tauschen. Ich finde die Hundeform persönlich ein bisschen cooler als die Wehrigelform, weil die Wehrigelform sieht cooler. Sie sehen beide cooler aus. Sie haben beide was, aber ich finde irgendwie die Hundeform hat irgendwie mehr Sinn. Sind echt wirklich toll. Nur die Bewegungen sind komisch. Team Skull, Z-Attacken, ja, das ist ein bisschen seltsam. Egal, wir gehen jetzt weiter so. Weiter im Text.